ich dich, Rebecca. Weiß ich, was du bist, Rebecca. Sag gerne den Namen. So, wenn du mir zugehst, das sieht so schlecht aus, Rebecca. Du siehst mal so schlecht aus, Rebecca. Rebecca, du siehst nicht mal so schlecht aus. Du hast Sex. Ja, Leute, herzlich willkommen zurück zum Let's Play Florencia. Ziemlich abgefuckter Start hier, aber wir sind hier mit Kyle unterwegs und da dachte ich, da muss ich das einfach mit reinbringen, Mann. Hier, Kyles Song an Rebecca, die gute alte Rebecca hier. Mann, wie lange waren wir jetzt schon nicht mehr mit Kyle unterwegs hier? Trainingskampf, leck mich am Arsch, Mann. Wer will hier um 2 Uhr morgens noch einen Trainingskampf, ey? Leck mich. Alter, ganz im Ernst. Wenn nichts gemacht war, ist denn scheiße. Jetzt habe ich wirklich angenommen, oder wie? Alter, ich will die scheiß Message absenden, Mann. Ey, das ist typisch Florencia, was? Alter, ich bin hier im... Wieso nimmt es die Scheiße an, Mann? Dieser Drecks... Ich sag jetzt nichts, ganz im Ernst, ich will... Geil, dass es die Nachricht... Geil, dass es das annimmt, weißt du? Alter! Also direkt wird das so eine Ausrastaktion, ey. Drecks. Schade, dass man da keine Nachrichten senden darf, die ein bisschen nicht jugendfrei sind. Drecks Pisser. Ey, ganz im Ernst, da stellt mir eine scheiß Trainingskampfanfrage. Ich will dem schreiben, dann lass den Scheiß, wenn du nichts machst. Ey, was für ein Lappen ist denn das? Ganz im Ernst, was für ein Dreckslappen, ey. Wie hat der es denn nötig, ey? Ich kill da Mobs und... Oh man, das ist wieder so eine Florencia-Aktion zum direkt Alt-F4 drücken, ey. Ganz im Ernst. Jo, um wie viel hörst du jetzt gerade? Moment. 1.42 Uhr. Und der Kammel da rumstellt irgendwelchen random Leuten, während sie Leveln anfragen, und ich will dem schreiben, drück auf Enter zum Abschicken im Chat, und dann nimmt es die scheiß Anfrage an, die nicht mal richtig erschienen ist, weil es so schnell ging. Ah, was? Das Erfolgserlebnis von dem kotzt mich jetzt schon wirklich an. Und dann schreibt er da. Ist schon mal ein guter. Ah. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, sorry. Ich mach nix. What the fuck? Was ist mit dem los? Ja, ein Duell anfragen und sagen, ich mach nix. Was für Leute sind das, Mann? Ah. Ey, dann geht das Duell einfach los ohne... Oh Mann, ganz ruhig, ganz ruhig. Bin einfach nicht der Typ, der das einfach so hinnehmen kann, ey. Ja, also Leute, ganz gechillt hier, Crown Parrots killen, 6 von 10. Spät am Abend, früh in der Nacht, kann man sagen. Noch ein bisschen Florencia spielen, gechillt. Bin noch nicht wirklich weitergekommen mit dem Farm für den Level 73er Carry. Ich habe
ziemlich lang gelevelt. Ich bin jetzt fast noch ein Level abgekommen und habe in diesem Level fast, also gefühlt nur ein Powder of Oblivion gedroppt. Ich weiß nicht, was da los ist, aber auf jeden Fall krass, dass ich da einfach nichts mehr drop. Und ja, endlich mal wieder Florencia, kann man fast schon sagen. Kommt da nicht so häufig wie die anderen MMOs, aber von den Quests halt ist es einfach nicht so abwechslungsreich wie die anderen MMOs. Und ja, deshalb kann man da einfach nicht mehr so viel bringen, finde ich. Aber es muss schon mal wieder her. Ich meine, wir müssen schon gucken, dass wir da auch Level 80 werden bald mal. Was? Ach ne, wir müssen Sachen sammeln von denen. Deshalb geht es hier nicht voran. Ja, wir haben ziemlich viel Krusch mit dem Zeugs. Können hier sogar noch einen Ohrring, den wir irgendwann gedroppt haben, anlegen. Und haben da ziemlich alles aufgehoben, glaube ich, was wir da aufheben konnten. Aber ja, muss mir jetzt auch ein neues Schiff bauen, dazu einen guten Torpedo-Launcher. Wollte schon fast sagen craften, aber das kann man ja fast schon so sagen. Weil es ja ein Rezept-Launcher ist, muss ich mir nochmal genau angucken, wie das funktioniert. Dass ich den. Es gibt, glaube ich, einen Level 30er Launcher sogar. Den man sich dann von dem Level 5 Launcher, glaube ich, irgendwie hochappen kann. Der wäre auf jeden Fall wichtig, weil wir machen ja immer dahin, da wo wir leveln, noch nicht alle Mobs One-Hit und ist dann ziemlich blöd. Oh, jetzt greift er schon wieder. Nächsten Anhänger passt. Ja, Level 9, der gute Kyle hier am Start. Ah, die Euphorie von dem Song wurde richtig gestoppt durch den nervigen Typ da, der mich immer noch richtig aufregt. Ja, ich bin schon ziemlich leicht reizbar, wenn es um sowas geht. Und der da mit seinen Cash-Shop-Items da rumgammelt. Ja, ich mache eine Trainingskampfanfrage, aber ich mache auch nichts. Ich mache das nur so, um mal in dem Modus zu sein, ohne dass ich die angreife. Alter, ich verstehe echt manche Leute nicht. Der robelt sich jetzt bestimmt noch ein, bevor er ins Bett geht und dann. Ja, ja, so ist das halt. Jawohl, erst was abgeschlossen. Da hinten haben wir nämlich noch einen. Das letzte Mal, wo ich das gemacht habe, hier diese Scarecrows zu killen, das war, glaube ich, direkt nach dem Restart. Und da war das ziemlich nervig, weil es einfach ziemlich viele Leute gab, die einem diese Map weggehauen haben. Und man kaum die Mobs gefunden habe. Ich weiß gar nicht, ob das in der Aufnahme war. Am Anfang habe ich ja noch eine relativ aktive Gilde gehabt, wo wir dann zusammen hier aktiv waren. Und ja, da die Spawnzeiten nicht so krass sind wie in anderen MMOs und auch die Mobs nicht so häufig vorhanden sind hier, war das da dann natürlich schon ziemlich krass. Ziemlich viel los hier bei diesen, wie viel sind's, stehen da 7 von den Teilen da. Aber war auch schon eine krasse Zeit, die es noch nicht erlebt haben. Ich weiß gar nicht, welche Parts das sind, aber wenn ihr es nicht miterlebt habt, das lohnt sich auf jeden Fall, das mal anzugucken, wie viel da los war, Leute. Echt krass. Wünscht man sich eigentlich heute noch, dass da so aktiv tiefe Leute am Start sind in Florencia. 58% schon wieder mit dem Charakter. Mit dem guten Keil.
einfach wieder auf Gildenchat machen. Ich will das alles gar nicht lesen, da was die Leute hier schreiben. Ist einfach zu viel für mich. Ja, den Quest machen wir doch fertig. Dann haben wir einen ganz gechillten Part hier, bevor wir dann hoffentlich im nächsten Part vielleicht einen neuen Levelplatz erkunden können, weil ja, da bei den Raties ist nicht mehr der optimalste Levelplatz für mich, von Level 74er Charakter. Könnte man schon noch bessere Plätze finden bei den Minetis oder wie sie hießen. Das sollte man schon besser leveln können, aber da habe ich halt noch keinen optimalen Platz gefunden, wo da genügend Sinn und wo auch ab und zu mal frei ist. Aber ja. Ja, ich würde sagen, Part ist jetzt vielleicht ein bisschen arg kurz, aber wir sind heute ja nicht mit unserem Main-Char unterwegs, also. Ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall für das Zuschauen, auch wenn es jetzt ein bisschen komisch war mit diesem komischen Trainingskampf, den ich eigentlich gar nicht angenommen habe, aber hey, lassen wir das einfach mal, diese Diskussion da. Ach, diese Ausraster da, die minimalen Ausraster, hat mich ja noch trotzdem zurückgehalten, aber okay, ja, belassen wir es für heute. Ich gehe jetzt demnächst auch pennen und macht's gut, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann, ciao.